Hallo Leute, ich bin's mal wieder, Vanessa von Du hast die Macht, heute mit Fahrt im Festsaal Kreuzberg. Hallo. Hallo Fahrt. Hi. Geht's dir gut? Mir geht's sehr gut, danke. Dir auch? Ja, mir geht's auch ganz gut eigentlich. Hm? Sag mal, wir haben uns ja ein paar Monate nicht gesehen, in der Zeit ist ja ganz schön viel passiert bei dir, ne? Album ist rausgekommen, ja. Gleich auf Platz 11 der Charts eingestiegen und jetzt ja. Bist du auf Tour. Wie läuft's so? Erzähl mal. Ist cool, wir sind jetzt erstmal beim zweiten, dritten Date, also jetzt kann man noch nicht so ein großes Fazit ziehen, aber es läuft auf jeden Fall, die Menge der Fans ist auf jeden Fall cool gewachsen so und die Leute sind textsicher im Moment. Die sind, teilweise habe ich manchmal das Gefühl, die sind textsicherer als ich schon bereits. Aber wir arbeiten dran, wir haben eine coole Show, wir haben eine coole Entourage, wir haben Spaß und es geht nach vorne und das ist die Hauptsache im Moment. Hast du mit Platz 11 gerechnet? Nee, ehrlich gesagt haben wir gesagt, wenn wir Top 30 gehen, sind wir die Kings. Dann kann uns keiner mehr was, dann schießen wir Böller in die Luft und hast du nicht gesehen. Aber es hat für mehr gereicht, es war auf jeden Fall cool. Wir haben gemerkt, dass die Leute uns supporten. Dein neues Album heißt ja Invictus. Ja. Und das heißt, wenn ich richtig recherchiert habe, unbezwingbar. Oder ja, das kann man so ein bisschen auslegen. Unbesiegbar. Also, genau, richtig. So wie du, also das kann man dann aber so auch ein bisschen metaphorisch verstehen. Das ist ja nicht unbedingt dann so gemeint, dass ich damit meine, dass ich noch keinen Kampf verloren habe oder dass ich der Checker bin. Das ist einfach so ein metaphorischer Begriff für einen langen Weg, den ich selber gegangen bin, wo ich, sage ich, auch viele Verluste hatte oder also auch viele Rückschläge erlitten habe, dass man dann einfach sagt, wenn man bis hierhin kommt, dann darf man auch mal ein Tape Invictus nennen. Vor lauter Liebe betrunken, sie ist selber fremd geworden, doch einander wiedergefunden. Bin ich verrückt nach dir oder du verrückt nach mir? Besitze nichts, doch teile gerne mein Glück mit dir. Was für Rückschläge hattest du denn bisher in deinem Leben? Ich hatte andere Wünsche, andere Ziele, die sind alle einfach nicht so in Erfüllung gegangen oder einfach auch menschlich oder freundschaftliche Sachen, die kaputt gehen. Das ist ja alles, was jeder Mensch kennt aus seinem Leben. Und das gehört einfach für mich dazu, zu Erwachsenwerden oder Erwachsensein, wie man das auch so schön nennen mag, obwohl ich noch ein bisschen Peter Panski bin. Ein großer Traum von dir war ja mal Fußballer zu werden, ne? Mhm. Das erzählst du ja auch in seiner Geschichte. Warum ist der Traum geplatzt? Weil ich überfahren worden bin, dann hatte ich einen Schienen- und Wadenbeinbruch und dann ist eine lange Geschichte. Von einem Auto überfahren worden? Jo. Was unterscheidet dich von anderen Rap-Künstlern? Ich finde, ich bin ein sehr, also ich bin sehr abgehoben, ich bin sehr dreist, wenn es darum geht. Nein, ich würde einfach sagen, das kann man so schlecht sagen. Es gibt viele mittlerweile, finde ich, in Deutschland gute Künstler und auch vor allen Dingen viele Charaktere, was finde ich immer sehr wichtig ist, wenn jetzt einer seine Musik sehr gut ist, aber ich merke einfach, dahinter ist einfach nicht viel Geschichte oder viel Persönlichkeit, dann catcht mich das nicht. Dann habe ich das lieber, wenn es jemand ist, der, sage ich mal, vielleicht technisch nicht so versiert ist wie andere, aber dafür hat er was zu erzählen oder bringt eine Message mit oder sonstiges. Und daher würde ich sagen, das unterscheidet mich schon ein wenig von den anderen, dass oft die Geschichten, die ich erzähle, auch ein bisschen so sich widerspiegeln können, die jüngere Generation, sage ich mal, beziehungsweise überhaupt die Leute, die meine Musik gut finden. Sind deine Texte alle autobiografisch, eigentlich? Ja. Ja? Ja. Keine Angst, weil alles in Ordnung kommt. Malen mit den Fingern die Farben in den Horizont. Denn es heißt, kommt Zeit, kommt Rat, richtig. Wir werden, auch wenn nur für einen Tag. Ja, was ist das Geheimnis? Ich mache einfach das, wonach mir ist. Ich mache das, was mir fehlt so ein bisschen in Deutschland von den Leuten, von denen ich das eigentlich erwarten würde. Es gibt ja viele Musiker, die, sage ich mal, einen Migrantenhintergrund haben und die haben dieses Rap-Ding ein bisschen ins Hässliche gezogen. So. Weil oft diese Migranten der Meinung sind, es ist cool zu sagen, man ist dumm oder es ist cool zu sagen solche Sachen. Und ich versuche das ein bisschen so den Gegenpol zu bilden. Mhm. Und wenn es jetzt junge Leute gibt, die auch einen Traum haben, jetzt egal ob es Rap ist oder was anderes, was würdest du denen raten? Ja, wenn wirklich jetzt Rap ihr Traum ist und die das unbedingt machen wollen, dann würde ich denen auf jeden Fall trotzdem empfehlen, die Schule vernünftig fertig zu machen, eine vernünftige Lehre, egal wie bescheuert das klingen mag oder wie rentnermäßig oder spießermäßig das gerade rüberkommt. So, das ist für mich das A und O, weil es gibt, wie gesagt, so viele junge Leute, die einfach oder auch ältere Leute, die talentiert sind oder talentiert waren, aber das einfach nicht geschafft haben, weil dazu einfach auch immer noch ein bisschen ein paar andere Sachen gehören als nur Talent und Können. Von daher ist es nicht verkehrt, einen Plan B zu haben, der dann nicht vielleicht wieder zurück auf der Straße endet, so, sondern vielleicht im Berufsleben oder sonstiges. Du unterstützt ja das Projekt Du hast die Macht und da gibt es ja jetzt den tollen Schulwettbewerb. Klasse nimmt Fahrt auf. Warum machst du damit? Also ich mache damit, soweit es meine Zeit erlaubt, versuche ich mich zu engagieren für Leute, die ein bisschen jünger sind, die vielleicht kein Sprachrohr im Moment haben oder für die ich vielleicht das Sprachrohr bin. Und es ist doch cool, wenn ich etwas Positives bewirken kann oder beziehungsweise Leute dazu anregen kann, jüngeren Leute auch vor allen Dingen in dem Fall, etwas Cooles zu tun, ein bisschen kreativ zu sein. So, und ich
finde, das ist eine gute Sache und das sollte man unterstützen. Das ist eine Unterstützung wert. Von du hast die Macht, mich dann fragt, dann sage ich natürlich nicht nein. Bei dem Wettbewerb geht es ja darum, dass Jugendliche eine Projektidee einreichen, ja, und die soll politisch motiviert sein oder einen gesellschaftsrelevanten Kontext haben. Ja. Und was für Projektideen würdest du dir wünschen bei Klassen im Pfadauf? Also ich würde mir wünschen, wenn die Leute auf jeden Fall versuchen würden, sich das Hintergrundwissen ein bisschen anzueignen über aktuelle politische Geschehen. Ich verlange da jetzt nicht so, oder beziehungsweise ich erwarte da jetzt nicht so, dass die Leute sich bis ins Detail auskennen. Aber schon vielleicht, wenn da etwas Wortwitz drin ist und vielleicht der ein oder andere Politiker auf lustige Art und Weise aufs Korn genommen wird oder vielleicht auch gutes Allgemeinwissen herrscht, dass man sieht, die Leute haben sich mit dem Projekt auseinandergesetzt, das ist ja unser Ziel, beziehungsweise das Ziel des Projekts, dass die Leute sich ein bisschen mit dem Thema befassen und gleichzeitig etwas Kreatives erschaffen. Also ich denke, wenn wir das hinkriegen, dann haben wir ein geiles Projekt am Laufen. Und jetzt ganz konkret, was für Ideen könnten eingereicht werden? Zum Beispiel ein Theaterstück, dass sie ein Theaterstück aufführen, ja, oder eine Schülerzeitung an den Start kriegen oder so? Also ich fände, glaube ich, einfach alles lustig. Die könnten einen Rap-Song selber schreiben, vielleicht einen Beat von mir sich picken. Oder die könnten einen Sketch aufführen, vielleicht zu dritt oder viert, wo etwas Lustiges dargestellt wird. Ob es ein Theater ist, ob es ein Bild ist, was etwas Lustiges darstellt, eine Karikatur, die eine Geschichte erzählt, einen kleinen Comic malen. Also ich glaube, das ist der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Sternenstaub in den Augen seit dem ersten Tag. Heute Nacht reisen wir unseren Sternen nach. Halt mich an der Zukunft fest, wenn es denn eine gibt. Will ich von ihr wissen, ob sie die Freiheit sieht. Ich habe mal gehört, dass du einen relativ schlechten Politiklehrer hattest und dich deswegen nicht so richtig für Politik interessiert hast. Stimmt das? Ich habe mich immer für Politik interessiert, nur nicht für diese Schulpolitik, die mir beigebracht wurde. Weil wir haben irgendwie in der 8. Klasse oder 9. Klasse haben wir darüber geredet, was 1664 im Römischen Reich, wer da der Kaiser war. Ganz ehrlich, vielleicht gehört das irgendwo zum Allgemeinwissen, aber es hat mich einfach nicht interessiert. Ich weiß, das klingt vielleicht oberflächlich oder es war einfach nicht mein Ding. Was soll ich dazu sagen? Ich hätte vielleicht eher, aber dann in der 10. Klasse, als es um Weltkrieg ging, in Deutschland, hat es mich dann schon wieder interessiert. Das war irgendwie viel näher an mir dran. So. Das hatte viel mehr mit mir zu tun oder mit, jetzt nicht direkt mit mir, aber mit der Geschichte von dem Land, in dem ich lebe und nicht von einem Kaiser, der 400 Jahre vorher irgendwo in Rom regiert hat. Also das war für mich einfach schwer zu fassen, so den Draht dazu zu kriegen. Also der Unterricht müsste ein bisschen mehr in tagesaktuelle Geschehen. Also Lehrer sollten auf jeden Fall versuchen, so den Unterricht interaktiver zu gestalten, so ein bisschen mehr auf diese jungen Leute einzugehen. Sonst wird es echt, glaube ich, sau langweilig im Unterricht. Für mich war es immer so. Ich war auch ein bisschen ADS-Patient, glaube ich. Ich war immer sehr hibbelig auf den Stühlen. Heute muss ich mich zusammenreißen bei Interviews. Bist gleich erlöst. Letzte Frage, Fahrt. Was wird uns noch so erwarten im Jahr 2012? Also wir arbeiten auf jeden Fall ein paar Projekten dran. So, ich will jetzt auch nicht zu viel verraten oder zu viel vorwegnehmen. Ich habe ein, zwei Überraschungen, die leider nicht geklappt haben bei Invictus mit ein paar Features aus Übersee. Einfach schauen und ich denke doch, dass wir noch es schaffen werden, ein geiles Projekt dieses Jahr auf die Beine zu stellen. Vielleicht gegen Ende des Sommers und dann nochmal Gas geben. Jetzt steht noch die Tour an. So. Weit es geht, sollen die Leute vorbeikommen, sich die Show reinziehen. Wir spielen ein komplettes Set von Omerta über Talium bis Alter Ego. Viele Live-Sachen spielen, neue Sachen machen, Interviews führen, versuchen ein paar Jugendprojekte zu verwirklichen, ein guter Mensch zu sein und darauf hoffen, dass 2012 die Welt nicht untergeht. Danke dir. Gerne. Und sind wir auch allein, wir reißen Mauern ein und fallen wir heute Nacht, muss keiner traurig sein. Wir sind hier, um es in die Welt zu schreien. Hört ihr uns? Wir werden Helden sein. Und sind wir auch allein, wir reißen Mauern ein und fallen wir heute Nacht, muss keiner traurig sein. Wir sind hier, um es in die Welt zu schreien. Hört ihr uns?